Auf sie warten wieder jede Menge Abenteuer und Spaß auf dem Martinshof. Diesmal werden die Freundinnen von zwei neuen Darstellerinnen gespielt. Jetzt stellen sie sich erst einmal vor. Hex, Hex! Ich bin Ina, ich bin 20 Jahre alt und ich spiele in Bibi und Tina die Bibi. Ich bin Harriet, ich spiele die Tina und ich bin 18 Jahre alt. Hallo, hallo. Harriet und Katharina, genannt Ina, haben schon in einer Bibi und Tina Fernsehserie zusammengespielt. Für Ina war es die allererste Rolle. Harriet stand schon mit 12 vor der Kamera. Jetzt freuen sie sich umso mehr, beim neuen Bibi und Tina Kinofilm mitzumachen. Denn beide sind schon seit vielen Jahren Fans von Bibi Blocksberg und ihrer besten Freundin. Wir sind beide mit den Hörspielen und den Kinofilmen aufgewachsen. Und das ist so mit unserer Kindheit. Die haben eine tolle Freundschaft, die erleben immer ganz viele Abenteuer. Klar, es ist auch cool, irgendwie hexen zu können, also auf jeden Fall bei Bibi. Und irgendwie, die ergänzen sich gut. Und bist du anders, anders als die anderen? Diesmal geht es um einen kleinen Außerirdischen, Ärger mit dem neuen Bewohner im Nachbarschloss und um schlecht gelaunte junge Gäste auf dem Pferdehof. Aber nichts, womit Bibi und Tina nicht fertig würden. Zur Not gibt's ja noch Magie. Aber würde Ina auch selbst gerne hexen können? Ich würde gerne mal fliegen können. Und ich glaube, es ist einfach so diese ganzen kleinen Sachen, die ihn immer nerven, so aufräumen. Die Premiere in Berlin war besonders aufregend für sie. Vor allem Ina hatte das so noch nie erlebt. Und auch bei den Dreharbeiten war sie froh, die etwas filmerfahrenere Harriet an ihrer Seite zu haben. Ich war am Anfang ein bisschen überfordert, wie viele Menschen da dann wirklich sind. Und habe dann auch erstmal bei Harriet immer so zugeguckt, weil sie das schon alles ein bisschen besser kannte. Aber es war gut, dass sie da war. Ich finde es immer schön bei Bibi und Tina, weil wir echt oft viele Szenen zu zweit haben. Man ist irgendwie nicht allein. Auf jeden Fall hat es Harriet und Ina viel Spaß gemacht. Vor allem das Singen und Tanzen. Jetzt hoffen sie, dass der Film auch anderen gefällt.